Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Ofenauer. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen im Hohen Haus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir kommen nun zur Debatte über verschiedene Volksbegehren. Das erste lautet Neutralität Österreichs, ja. Und gleich vorweggenommen, an der Neutralität, wie sie in unserer Verfassung normiert ist, wird nicht gerüttelt werden. Die Neutralität Österreichs ist seit 1955 in einem eigenen Bundesverfassungsgesetz verankert. Sie war der Schlüssel zum Tor in die Freiheit Österreichs. Und seither ist sie auch im Selbstverständnis der Bevölkerung ganz stark verwurzelt. Deshalb ist sie auch in einem eigenen Bundesverfassungsgesetz geregelt, denn mit einem Verfassungsgesetz hat eine Regelung eine höhere Bestandskraft, weil sie nur mit Zweidrittelmehrheit abgeändert werden kann. Und das ist zugegebenermaßen relativ schwierig. Der zentrale Inhalt dieses Bundesverfassungsgesetzes über die Neutralität Österreichs, ihr Zweck, ist die Unabhängigkeit Österreichs und die Unverletzlichkeit des Staatsgebietes zu gewährleisten. Und deshalb wurde sie auch aus freien Stücken, also freiwillig, ohne Druck erklärt. Und in einem zweiten Satz, und der ist meiner Ansicht nach jetzt noch wichtiger geworden, heißt es nämlich, Österreich wird diese mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen. Das beinhaltet die Verpflichtung, wehrhaft zu sein und das österreichische Bundesheer auch entsprechend auszustatten, um sich im Falle des Falles auch wehren können. Dieser Satz fehlt mir im Text dieses Volksbegehrens, denn gerade die Wehrhaftigkeit und die Verteidigungsfähigkeit eines Landes ist, und wir sehen es am Beispiel der Ukraine, wieder sehr wichtig geworden. Und unsere Verteidigungsministerin Claudia Tanner hat es Gott sei Dank auch geschafft, und ich gratuliere dazu sehr herzlich, das österreichische Bundesheer auch nachhaltig mit einem Budget auszustatten, sodass das österreichische Bundesheer sich auch mit neuen Geräten ausrüsten kann. Natürlich hat es das Parlament beschlossen, danke für den Hinweis, aber die Frau Bundesministerin hat es verhandelt mit dem Herrn Finanzminister. Und wir unterstützen das auch natürlich sehr gerne. Heute wurde erst der Ankauf des Nachfolgers eines neuen Transportflugzeuges angekündigt. Auch wieder ein richtiger und ein guter Schritt in eine gute Ausstattung des österreichischen Bundesheeres. Aber zurück zum Kern der Neutralität. Der Kern unserer Neutralität, wie wir sie in der Verfassung verankert haben, ist kein Beitritt zu militärischen Bündnissen und keine Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf unserem Staatsgebiet. Und wenn wir über die Neutralität sprechen, dann sprechen wir über die Sicherheit Österreichs und vor allem über die Frage, wie diese Sicherheit Österreichs gewährleistet werden kann, wie wir die Bevölkerung Österreichs vor Bedrohungen schützen und welche Maßnahmen ergriffen werden können, damit Österreich geschützt werden kann. Nur zu sagen, wir sind neutral, reicht dazu sicherlich nicht aus, sondern wir müssen auch etwas tun dazu. Ob es zweckmäßig ist, etwas, das nicht in Frage gestellt wird, beinahe wortident nochmals zu beschließen, das überdies noch den wesentlichen Hinweis auf die militärische Landesverteidigung nicht enthält, das wird noch weiterhin zu überlegen sein. Was aus meiner Sicht aber jedenfalls positiv ist, dass, wenn sich dieses Volksbegehren mit der österreichischen Neutralität beschäftigt, dann eine Diskussion losgestoßen wird, die sicherlich im Sinne der geistigen Landesverteidigung ist. Und das ist aus meiner Sicht jedenfalls positiv, denn der geistigen Landesverteidigung soll wieder neues Leben eingehaucht werden. Dankeschön.